So, hallo liebe YouTuber, wir haben noch mal ein ganz tolles Highlight im Angebot. Und zwar ist das eine nagelneue Vilesco Dampfmaschine Modell D22. Original verpackt, alles vorhanden. Der Karton ist, also die ist neu, da findet ihr keine Kratzer, nichts an dem Karton. Das können Sie gerne mal auspacken. Wie gesagt, Karton ist wirklich neuwertigen Zustand. Die hat wirklich nur gut gelagert im Schrank gestanden. Ihr seht auch an der Bodenplatte, also ich kann hier wirklich nichts zerstören. Die ist wirklich nagelneu. Die war noch nicht einmal in Betrieb. Wir haben sie jetzt nur vorsichtig. Wir wollen jetzt kein Wasser reinmachen, weil es gibt wirklich Sammler, die legen da viel Wert drauf. Die wollen das Ding wirklich nur sammeln, nicht betreiben. Wir haben jetzt hier einfach einen kleinen Kühlschrankkompressor angeschlossen, nur dass wir mal laufen lassen können. Wie gesagt, wir betreiben jetzt mit Luft, dass ihr nur mal seht, wie schön das Modell läuft, dass auch alles dicht ist, funktioniert. Original Papiere bei, wie gesagt, alles was dazugehört, wie sie von Vilesco kommt. Die Originaltüte mit allem Zubehör, alles noch original verschweißt. Ich werde hier nichts aufreißen, weil viele werden sich sagen, ach, da ist ja jetzt ein Druckbarometer drauf. Nein, das ist jetzt nur von mir zum Testen. Wie gesagt, Sicherheitsventil ist klar, das gehört dabei, das war aber auch auf dem Kessel auch drauf. Wir haben hier nur Adapter drauf geschraubt, dass wir hier Luft anschließen können. Wir haben jetzt ein anderes Druckbarometer zum Testen, weil man muss das Loch ja verschließen können. Ja, und die Tüte ist wirklich original verpackt. Ich reiße hier nichts auf und baue irgendwas zusammen. Das soll alles so hier drinnen bleiben. Ich kann nur sehen, es ist wirklich alles vorhanden. Druckanzeige, der Schieber, Werkzeug, ne, der Kamin, Papiere, hier ist alles noch drinnen. Wir werden auch gleich viele, viele Bilder machen. Wie gesagt, ist wirklich nagelneu. Da ist nichts dran. Verpackung, nichts. Ja, wie gesagt, wir machen gleich viele Bilder. So, wir wollen es auch mal gleich mal laufen lassen, einfach mal. Wie gesagt, die läuft wirklich ein Traum. Wir können den mal ein bisschen aufdrehen. Die braucht hier wirklich sehr minimal Luft. Ihr seht auch eine Anzeige, das schlägt ja kaum aus. Ich habe jetzt 0,2, noch nicht mal einen halben Bar drauf und die läuft wirklich sagenhaft. Wir haben jetzt nur mal ein ganz kleines Tröpfchen Öl auf die ganzen Gelenke drauf gemacht, dass wirklich alles mal ein bisschen eingeölt wird. Wir hat wirklich jetzt wahrscheinlich im Schrank gestanden, gut verpackt. Wie ich gehört habe, ist die für ein Enkelkind gekauft worden. Es kam leider nie dazu. Ja, schade eigentlich. Da gibt man so viel Geld aus, stellt das Ding da in den Schrank. Ja, und hier ist wirklich nagelneu. Da ist nichts dran. Ich habe jetzt auch alles kontrolliert, dass da wirklich nichts dran ist. Nein, ich kann nichts finden. Bodenplatte, also die ist wirklich, da ist nichts dran. Ist auch eine schöne Lackierung. Ein bisschen rauer Lack. Das ist wahrscheinlich jetzt, wird wahrscheinlich jetzt neu so gemacht. So, wir können ja mal testen. In beide Richtungen soll sie laufen. Wunderbar, tut sie auch. Wie gesagt, das Video mache ich jetzt nur, dass ihr seht, dass wirklich alles funktioniert. Gut, das Druckbarometer packe ich jetzt nicht aus. Das ist ja original verschweißt. Wir lassen jetzt alles so drinne. Wie gesagt, der Anschluss und das Sicherheits- oder das Druckbarometer, das alte, kommt dann wieder ab. Das wird alles super verpackt und beim Versenden werde ich natürlich nochmal einen extra Karton nehmen, dass diesen original schönen Karton nichts passiert. Also das ist eine Rarität, sowas hebt man sich auf. Deswegen fahren wir die hier nur mit Vorsicht mit Luft mal an, dass wir mal testen, dass wirklich der Kessel dicht ist, dass alles funktioniert. Aber ihr kennt ja meine Videos, ich kann leider kein Modell rausgeben, was irgendwo was dran ist oder nicht getestet ist, das geht nicht. Weil ihr kommt dann hinterher an, ja, das geht aber gar nicht. Nein, das möchte ich nicht. Deswegen, wir bauen die auf, wir testen die. Nur wie gesagt, ich habe mal Kritik gekriegt, weil ich das mal aufgemacht habe und habe das alles drauf gebaut. Das wollen die nicht, weil es gibt wirklich Sammler, die stellen sich das Modell gerne so in eine Vitrine und die heben sowas auf. Aber das kann jeder so für sich entscheiden. Aber wie gesagt, ich möchte es wenigstens mit Luft mal kurz laufen lassen. Und ja, und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, kein Problem oder extra nochmal Fotos haben wollt, das mache ich auch immer sehr gerne. Und wie gesagt, Versand nur mit DHL versichert, das ist mir sehr wichtig, weil ich habe mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Hermes. Na gut, aber meine Leute wissen das, das ist kein Problem. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wie gesagt, das ist die D22 von Vilesco. Ein traumhaften Zustand. Wir werden gleich ganz viele Bilder machen von allen Seiten, von unten drunter. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann legt ruhig los.
Die kommt gleich hier auch bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf. Und ich kann hier wirklich nichts bestellen. Wirklich ein Traumzustand. Die wurde nicht einmal ausgepackt wahrscheinlich. Ja, schade eigentlich sowas, ne? Naja, gut, gut. Sollte reichen. Ist nur mal Projektvorstellung oder halt Vorstellung über das schöne Modell. Das schön funktioniert alles. Bin sehr zufrieden. Läuft wirklich traumhaft. Und sowas ist eigentlich ein Muss für so einen Bilesco-Sammler oder Dampfmaschinensammler. Doppelaggregat, wirklich eine feine Sache. Alles klar, so, wie gesagt, wird alles gleich wieder schön weggepackt. Und dann soll es ein Liebhaber finden oder ein Kind, das viel Spaß dran hat. Alles klar, so, bis zum nächsten Projekt. Euer Tüftler, bis dann. Wo Stefan? Ja, ist wirklich ein Traum. Aber ich kann nicht alle behalten, das geht nicht. Ich würde sie gern behalten, aber das geht leider nicht. Irgendwann wird es dann zu viel. Aber wirklich ein Traum, die Maschine. Wirklich schön. Ja, ist ja auch nagelneu. Da gibt es nicht viel zu sagen. So, bis zum nächsten Mal. Oh, wo ist Stefan?